So, you have come. To think not even 300,000 men could stop you. My shogun. Do what you must then. I will not waste another word for the butchers of my son. We never laid hands on your son. Neither were we responsible for the death of Oshiro Mugen. It was your brother who twisted the truth to his desire. Why should I believe this outrageous accusation? What proof do you have? We have a witness. My nephew? Is this supposed to work in your favor? This creature killed your son with his own hands. Lies, Uncle, lies! I saw that filthy shinobi put a blade in his back. He killed Ryunosuke. No! No, he's lying! Go on, nephew. He killed Mugen Sensei, too. They all seek to deceive you, Uncle. They hurt me. They told me to lie to you, but I won't. And you know all this because you saw the murder happen, yes? Yes. I'm... Why were you there? How did you know where Ryunosuke was hidden? Uncle, you don't understand. I didn't... You cannot lie to me, nephew. Answer me now, truthfully. Who in this room has murdered my son? Please, Uncle. I only did what my father told me. I didn't want to. He made me. He gave me the knife. It wasn't my fault. Enough! Not another word. Noboru, my own brother, all this time. He blinded us all. I should have seen it. His eagerness for battle, his disapproval whenever we spoke of peaceful solutions. My brother never wanted peace. He was made for conquest. Were he born a century ago, he would have been the greatest warlord. A shadow of the past, darkening the present day. We all desire revenge for what was lost, but we will follow your command, as did Mugen before us. Mugen. Even in death, he proves his loyalty. I will not grant my brother an honorable death. He will die forgotten. A brief mention in the annals of history. Seek him out in his domain at Sonpu Castle. Face him and do what must be done. We will discuss your future when you return. As you command, my shogun. Now go. We have wasted enough time already. And now, to you, nephew. Und damit willkommen zurück zu Shadow Tactics. Die letzte Mission steht an. Das Ende Noborus. Es wird lang, es wird dreckig, es wird hart, es wird schwierig. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die letzte Mission setzt allen anderen nochmal die Krone auf. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. That's as far as this wagon will get us. You ready, old man? The excitement is quite rejuvenating. Even Kuma is eager. Yes, quite. The others should be in position by now. Up here, Aiko-san. We're almost there. Your navigation skills are impressive, Yuki-chan. Now, we have a hard task ahead of us. Aim troop
Nobaru! Again! It doesn't look like there's an easy way to reach Nobaru. The best paths are often hidden from view. Remember what I told you before. The wells are all connected with each other. So, we use the wells to get into the upper castle. Again! Takuma-san expected the wells to be secured with locks. Locks have keys, right? I can find a key. We should also look for a disguise on the way. Very well. Let us meet the others halfway and enter the wells together. After that, we will make further plans. Now, shall we begin? Ready, Aiko-san. Ready when you are, Hayato-san. Right. Let's finish this. Aber erstmal speichern wir. Ja, die Karte ist riesengroß. Die Gefahren sind noch viel größer auf dieser Karte. Wir sind im äußersten Ring dieser Burg, sind praktisch noch gar nicht richtig drin, zumindest was Aiko und Yuki angeht, die sind noch gar nicht drin. Wir müssen hier in diesen äußeren Bereich zuerst einmal eindringen, diesen größtenteils klar räumen, damit nämlich Takuma und Hayato hier den Weg ins Innere finden. Ihr seht hier überall Samurais, die gilt es auszuschalten, es wird schwer, die auszuschalten. Da müssen wir durch diesen Bereich hier durch, gut bewacht durch Wachen, hier oben noch eine Wache und ja, Soldaten, die hier Schießtraining machen. Dann müssen wir hier in diesen Bereich rein und uns den Schlüssel klauen, damit wir überhaupt erst in die Brunnen reinkommen. Und dann können wir uns aussuchen, ob wir hier den Weg weitergehen, durch dieses schwer bewachte Gebiet, hier den ganzen Weg hoch, um dort in den Brunnen einzusteigen. Rauskommen würden wir in diesen Brunnen, das ist dann schon das Innere der Burg oder des Schlosses. Natürlich müssen wir auch noch die Verkleidung für Aiko holen, dadurch wird es ein bisschen einfacher. Wir werden aber den anderen Weg gehen. Zunächst mit Aiko und Yuki hier den ganzen Bereich leer räumen, hier den Bereich sichern, hier in den Garten gehen, uns den Schlüssel holen, die Verkleidung holen und werden dann hier den Weg weitergehen in Richtung dieses Brunnens. Das erscheint mir ein bisschen einfacher. Hier stehen zwar überall noch viele, viele Soldaten rum, aber ich würde sagen, gehen wir es einfach an. Es ist machbar. Und wenn wir dann erstmal drin sind in der Burg oder im Schloss, seht ihr, da sind hier überall Wachen. Hier sind Wachen, die Schießtraining machen. Noboru selbst rennt hier rum. Der wird aber nachher natürlich nicht hier sein, wenn wir in dieser Burg, in diesem Schloss drin sind. Der wird nämlich hier oben sein. Und wir müssen dann auch noch das Schloss hier erklimmen. Klingt einfach, oder? So many tricks. Red leaves. Geht's mal los. Morning snow. Now let us consider our surroundings. Hier kommen wir noch relativ jetzt leicht hoch. Das ist jetzt wahrscheinlich der einfachste Tod, der einfachste Mord, den wir begehen werden. We're a team. Machen wir mit Yuki, sobald sich der Wächter da oben umdreht, genau. Ooh, so sharp. Stick and stab. Das war noch relativ einfach. There's no need for delay. The music starts. Wir müssen ja nochmal die Missionsziele angucken. Beschaffe den Schlüssel, ja, und dann in den Brunnen und dann töte Fürst Noboru. Ist klar, ist klar. So, den Weg jetzt hier entlang, der ist gut bewacht. Hier haben wir den Wächter, der sich gut umguckt. Wir haben hier einen Blind Spot, den müssen wir erreichen. Der Wächter hier rennt natürlich immer rum. Der kann Gott sei Dank nicht ganz so weit gucken, aber rennen wird in dem Fall auch nicht möglich sein. Hier haben wir noch einen Zivilisten. Ziel ist es auf jeden Fall erstmal diese Rank hier zu erreichen, damit wir überhaupt hier in diesen inneren Bereich erstmal reinkommen. Denn die Wachen hier auszuschalten, ich habe es probiert, ist nicht so easy. We act as one. Aiko, bitte einmal mit dem Niespulver hier oben und dann Yuki hier gleich runter. Das war schon nichts. Da muss ich nochmal genau gucken, wo der hinguckt. Blöd. So, hier in dem Bereich. Und dann müssten wir rennen. Oder bis dahin kann Yuki, ohne gesehen zu werden. We must show prudence, a remedy for watchful eyes. It will be done. Die Frage ist, wann Yuki hier rübersteigt. Ich würde sagen, jetzt. Vermuken-san, I can do that. Ich
würde sagen, nicht jetzt. Ich habe gedacht, der dreht sich andersrum, dass er sich links rumdreht und nicht nochmal nach hinten guckt. Ihr seht schon, es geht gut los hier, es geht schwierig los. We act as one. Perhaps the most elegant, das ist Pulver, elegant solution. Slowly. The fox is hunting. Okay, das ging gerade gut. Speichern. Weil das ist sicherlich nicht verkehrt. Ach, hier ist ja auch noch eine Wache, die ganze Zeit hin und her rennt. Ja. Oh, Aniko muss jetzt nachziehen. Out of sight. A remedy for what? Subtlety. A special patience. Okay, das klappt so nicht. Natürlich gut, wenn man den ablenken könnte, aber das sind alles Strohhüte. Die reagieren ja nicht darauf, wenn wir irgendeine Ablenkung versuchen. We do this for Mücken. A special powder. They will not see us coming. The remedy? It will be done. My love, watch over us. Okay, wenig Eleganz. Aber es hat geklappt. Speichern. So, wie kommen wir jetzt an denen vorbei? Das sollte doch relativ einfach möglich sein. Müssen wir den auch ablenken? Sieht so aus. Wir können praktisch bis hier hingehen, wenn ich das richtig sehe. Müssen wir gleich mal gucken, wenn die Wache zurückkommt. Die hier. Wie weit die ins Innere gucken kann. Aber es sieht so aus, als ob... Ja, lass mal warten, wenn er zurückkommt. Dann sehen wir, wie weit der hellgrüne Bereich von dieser Wache geht. Out of sight. Bis dahin können wir. I'm going. Watch me, everyone. Silent steps. They must not see us. Elegant tool. A Mücken sound. Slowly. Okay, soweit, so gut. Wie gesagt, es gibt ja keine Chance, die auszuschalten. Oder die effektiv auszuschalten, die ganzen Wächter. Aber es wird noch genug Tote geben. Allerdings ist das... So auch. A special part in all things. An elegant solution. Ist das auch eine von den Missionen, wo man wirklich viel schleichen muss? Muss man in jeder anderen Mission auch, aber hier ist es doch schon auffällig, indem man, ich sag mal, viele Wachen stehen lässt oder erst einmal zumindest am Anfang leben lässt. So, Dele. Wir haben hier oben Büsche. Ich schalte mal die Hilfe ein. Mit dem Tastendruck auf H kann man ja immer diese Hilfe einschalten. Von den Sachen, die man benutzen kann, wie hier die Büsche oder die Ranke. Oh, so exciting! On my way. An elegant landing. Und dann müssten wir halt im richtigen Moment losrennen, um ins Gebüsch reinzukommen. Wie weit kannst du denn gucken? They will not see us coming. Okay, alles sehr unelegant jetzt im Moment. Aber da müssen wir jetzt erst einmal durch. Speichern. Right. The fox is hunting. Sneaky. Na. Wird häufiger passieren in dieser Mission. Laden, speichern. Noch häufiger. We can do it. Als sowieso schon. Oh, that's easy. This is fun. Seht ihr, wie knapp das ist? Da muss man wirklich Millisekunden genau das timen. We have a plan in motion. Na, dreht euch weg. Na, ich warte, bis ihr mit dem Rücken zu mir steht. Das geht das wieder nicht gut. My love, watch over us. It will be done. Okay, jetzt sind wir schon mal hier. Speichern. Die beiden müssen wir auf jeden Fall wegräumen. Das machen wir aber erst, nachdem wir uns hier im Hof ein wenig umgesehen haben. Den Bereich hier können wir auch noch ignorieren. Ich kann mal kurz die Kamera drehen. Wir müssen jetzt... Ja, am besten kümmern wir uns jetzt um den Bereich hier als allererstes. Kommen zwar noch viele Wachen rum, aber...
Ready, Sensei. Yuki macht das schon. Dafür am besten hier runterjumpen ins Gebüsch. That's a good trick. Achtung, hier steht noch einer, der sich umguckt. Der redet gerade mit seinem Kumpel. Jetzt redet er mit dem nochmal. Okay, das würde auch auffallen, wenn wir den erledigen. Auf jeden Fall, da steht ja noch einer. Das ist... Timing-Frage wieder. Timing. Shh, quiet. Okay. The fox is hunting. They need you, stupid. Den habe ich übersehen. Und das passiert so schnell in dieser Mission, dass man hier irgendwelche Gegner übersieht. Aber okay, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode weiter. Das war's für heute. Beim nächsten Mal wird's wieder spannend. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.